Als ich anfing, mir für dieses Vortragsthema ein paar Gedanken zu machen, da merkte ich nach einiger Zeit oder relativ schnell, dass ich mich ziemlich unsicher fühlte. Das ist eigentlich für mich ein eher ungewöhnlicher Zustand, wenn ich Dharma-Vorträge oder Dharma-Aktivitäten ganz allgemein vorbereite, weil normalerweise macht mir das einfach nur Spaß und ich fühle mich sicher, ich denke, ich kenne mich da gut genug aus. Aber ich merkte bei diesem Thema, Und vielleicht lag das daran, dass ich mir das Thema nicht selber ausgedacht hatte, sondern mir die damalige Programmplanerin, Sangadashini, die jetzt leider diesen Monat Essen verlässt, die hatte mir das damals mal vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja, kann ich machen. Also es kann sein, dass es nicht so mein eigener Impuls war, dieses Thema. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das Problem auch an dem Thema liegt. Ja? Also ich denke, wie ernsthaft praktizierende Buddhisten in der modernen Welt am besten leben wollen, können oder sollen, das, finde ich, ist zunehmend unklarer, unsicherer und oft nicht von langer Dauer. Es gibt in unserer Welt einerseits immer mehr individuelle Wahlmöglichkeiten, aber zugleich, so kommt es mir vor, wird das Leben auch immer komplexer und unübersichtlicher. Und manche Dinge, die vor ein paar Jahren oder wenigen Jahrzehnten gut funktionierten, auch im Rahmen von Buddhismus, sagen wir so, funktionieren nur noch bedingt oder vielleicht gar nicht mehr. Ja? Also erwartet bitte von diesem Vortrag keine festen, klaren Antworten. Es ist mehr ein lautes Nachdenken zu dem Thema und möglicherweise wirft es mehr Fragen auf, neue Fragen auf, als es alte Fragen beantwortet. Ja? Aber vielleicht, denke ich, besteht das spirituelle Leben eigentlich auch darin, ja, Fragen zu stellen, statt Antworten zu finden. Okay. Mal so zwei Beispiele, um so ein bisschen das Problem oder die Veränderung deutlich zu machen. Damit sind wir auch schon mitten im Thema. In der Mitte der 90er Jahre, ja, also vor 20 Jahren, gab es um dieses Zentrum herum vier gut funktionierende, fand ich jedenfalls, spirituelle Wohngemeinschaften mit so 4 bis 8 Bewohnern bzw. Bewohnerinnen. Ja. Es gab eine Männer-WG im Vorderhaus, also hier zu diesem Grundstück gehören. Es gab eine Männerwohngemeinschaft in Essen-Horst an der Ruhr und es gab 2 Frauenwohngemeinschaften in Rüttenscheid. Ja. Und schon seit langem ist diese WG-Kultur, sage ich jetzt mal, ziemlich verschwunden, eigentlich schon so seit 10 Jahren. Ja. Im Vorderhaus, in diesem Vorderhaus gab es bis vor kurzem nur noch so 2 ja, WG-Rudimente, nenne ich das mal, mit jeweils so 2,5 Menschen. Ja. Und zeitweise gab es nur eine kleine Frauen-WG da mit 3 Frauen und zurzeit bildet sich da eine neue Männerwohngemeinschaft. Was daraus wird, wird man sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das eine Umkehrung des Trends der letzten 10, 15 Jahre anzeigen würde, aber die müssen sich auch erstmal noch finden und formieren, wird man sehen. Ja. Ein anderes Beispiel, diesmal aus der Arbeitswelt. Wir haben bei Triratna schon in den 70er Jahren versucht, für Buddhisten oder Buddhistinnen Möglichkeiten zu schaffen, wo Buddhisten zusammenarbeiten und auf ethische Weise ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sogenannte, ja, wie man das auf Englisch nannte, Unternehmen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis. Früher, am Anfang hießen die mal Kooperativen, Cooperatives, ja, aber dann entdeckte man, das führte so zu Missverständnissen und zu diesen klassischen Genossenschaften, die wir ja in Deutschland auch haben, ja, genossenschaftliche Eigentum. Und dann haben sie noch ein bisschen den Namen geändert, ja, Unternehmen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis. Ja. Und das waren in England am Anfang eine Fülle unterschiedlicher Betriebsformen, konnte man sagen, oder Betriebsideen. Es gab so kleine
alternative Bauunternehmen oder Renovierungsunternehmen, sollte man vielleicht besser sagen. Es gab Gartenservice, es gab vegetarische Restaurants und Cafés, es gab eine kleine Druckerei, ein Reisebüro und so weiter und so weiter. Und in Essen hatten wir in den 90er Jahren bis zur Mitte des letzten Jahrzehnts, also 2006, 2007 rum, ja, einen kleinen Verlag und einen Geschenkartikelladen hier im City Center, in dem so zeitweise bis zu 5 Leute gearbeitet haben. Ja. Der Geschenkartikelladen hat 10 Jahre bestanden da im City Center und war Teil einer Kette von Geschenkartikelläden in Großbritannien, die hießen dort Windhorse Evolution, am Anfang Windhorse Trading, ja. Und in dieser Kette haben bis zu Anfang dieses Jahres, also 2015, noch so 200 bis 300 Menschen gearbeitet, ja. Die Hälfte davon Buddhisten, ja. Und diese Kette hat über 30 Jahre existiert und aus seinen Überschüssen viele Millionen britische Pfund an soziale und buddhistische Projekte gespendet und es vielen Menschen über 30 Jahre ermöglicht, ihre buddhistischen Ideale und Praktiken und das Arbeitsleben miteinander zu verbinden. Ja. Mehrere hundert Menschen sind über die Jahre aus dieser Arbeitssituation von Windhorse Evolution heraus in den buddhistischen Orden Triratna ordiniert worden. Ja. Also über 30 Jahre eine große Erfolgsgeschichte. Ja. In den nächsten Tagen, also im Laufe dieses Monats, wird dieses Unternehmen schließen und die Firma wird geordnet abgewickelt, nenne ich das jetzt mal so, ja, abgewickelt, um nicht in einem Konkurs zu landen, sondern so abgewickelt, dass man alle Forderungen erfüllt, alle Lieferanten, alle Mitarbeiter, dass alle sozusagen ihr Geld kriegen, wieder ihr Geld zu kriegen zu haben, weil sie, sonst würden sie einfach weitere Verluste machen. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen Schluss. Ja, weil führt nur zu weiteren Verlusten. Das ist sehr, sehr schade, ja, wenn auch sicher nicht der Untergang der Welt, aber es macht deutlich, wie der Buddha ja gelehrt hat, dass sich alles ändert und man sich auf nichts dauerhaft verlassen kann, ja. Auch nicht auf buddhistische Unternehmen, ja. Um vielleicht meine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema Lebensstil zu beschreiben, ja. Ich bin zum ersten Mal hier hingekommen, so vor 22 Jahren, gut 22 Jahren, Ende 1992, ja. Und lebte damals in Bochum Leer, oder Lahr, ja. In einer Art Hausgemeinschaft. Ja. Wir teilten in dem Haus Küche und Bäder, aber im Prinzip lebte und wirtschaftete jeder für sich allein. Deswegen nenne ich das Hausgemeinschaft und keine Wohngemeinschaft. Ja. Die anderen Bewohner hatten keinerlei Interesse am Buddhismus. Ja. Und nach 2 Jahren Kontakt mit Triratna oder FEBO, wie wir damals noch hießen, Freunde des Westlichen Buddhistischen Ordens, wollte ich mein Leben vereinfachen und bescheidener leben. Ja, ich verkaufte mein Auto und zog näher an die Bochumer Innenstadt, von wo aus ich leichter mit öffentlichen Verkehrsmitteln in dieses Zentrum fahren und leichter an den Veranstaltungen hier teilnehmen konnte. Ich kam damals so 3-mal die Woche, schätze ich. Ja. Mit meiner kleinen Wohnung in Bochum-Hamme war ich zufrieden. Aber ich merkte, dass wenn ich allein in meiner Wohnung lebte, ich immer wieder in alte Gewohnheiten zurückfiel, die schädlich waren. Mit Meditation hatte ich kein Problem allein. Ich meditierte auch allein mindestens einmal pro Tag. Ich machte auch jeden Tag Yoga und trotzdem, alte negative Gewohnheitsmuster kamen immer wieder hoch. Ja. Ich hatte mich inzwischen entschieden, dass ich Teil des Ordens werden wollte
und wollte mehr regelmäßigen Kontakt mit Ordensangehörigen. Und nach 2 Jahren Alleinwohnen entschloss ich mich also, in ja, die Männerwohngemeinschaft hier ins Vorderhaus zu ziehen. Ja. Wir waren so 7 bis 8 Männer, das gab auch immer ein bisschen Fluktuation, mal zog der eine aus und zog der andere wieder ein, aber im Prinzip waren wir eigentlich fast immer ziemlich voll, ja, 7 bis 8. Die Hälfte davon Ordensangehörige. Ja. Und das Zusammenwohnen war, macht da gar kein Hehl raus, Zusammenwohnen war nicht immer leicht. Ja. Wenn Menschen zusammenkommen, vor allem wenn sie zusammenleben, gibt es Reibung. Ja. Unsere Gewohnheiten, unsere Ansichten, was richtig ist und was falsch ist, ja, und wie man bestimmte Dinge, Sachen macht, ja, ob nun einkaufen, kochen, putzen, was auch immer, ja, und wie man bestimmte Dinge nicht macht, das reibt sich an den Gewohnheiten und Ansichten der anderen. Denn die haben aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich andere Ansichten. Manchmal nur leicht andere, manchmal fundamental andere Ideen, weil es sind andere Menschen, ja. Und diese Reibung, wie ich das mal nenne, mit anderen Menschen, ist, würde ich sagen, in gewisser Weise erwünscht. Erwünscht, wenn auch nicht angenehm. Ist erwünscht, weil die Reibung uns dazu bringt, unsere festen Gewohnheiten zu überdenken, in Frage zu stellen, aufzulockern. Unseren Wahn aufzulockern, dass wir das Zentrum des Universums wären und alle anderen sich gefälligst nach uns richten sollten. Ja, also dieser Irrwahn, ja, wird deutlich und wird sich, wenn wir im Topf, im Kochtopf sozusagen bleiben, deutlich aufgelockert, kann ich garantieren. Ja. Ich habe in der WG eine Menge gelernt über mich und über andere. Aber damit jetzt kein falscher Bild entsteht, da war nicht nur Reibung, da war auch eine Menge Spaß und Freude und Befriedigung und Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja. Meine alten negativen Gewohnheiten, die ich bei dem Alleinwohnen in Bochum nicht auflösen konnte, die habe ich in der WG ziemlich vollständig geknackt, das kann ich sagen. Dann bin ich mit einem anderen Ordensmitglied nach Hamburg gezogen. Ja, und wir haben zu zweit gelebt. Ja. Wir hatten damals eine Beziehung mit einer Frau, mit zwei verschiedenen, ja, noch nie mit der gleichen, ja, mit zwei verschiedenen Frauen, meine ich, aus dem Essener Sangha. Ja. Und meinen Lebensunterhalt habe ich in Hamburg mit Volkshochschulkursen und einem Teilzeitjob in einem Callcenter, Service Center, wie Leute das nennen, bestritten. Ja. Die Volkshochschulkurse waren völlig im Einklang mit meinen buddhistischen Zielen und Idealen. Ja. Ich habe da im Wesentlichen ja, teilweise Sachen unterrichtet, die ich auch im buddhistischen Zentrum unterrichten würde. Meditation, Stressmanagement, Selbstmanagement und so weiter und so weiter. Ja. Also das war völlig okay. Aber mit der Arbeit in diesem Callcenter bekam ich zunehmend ethische Probleme. Zum Wohnen, das Zusammenwohnen zu zweit war natürlich viel persönlicher und intimer, also intim jetzt in Gänsefüßchen, als in der großen Wohngemeinschaft hier. Und wir beide kamen in der Regel sehr gut miteinander klar. Ja? Zusammenwohnen war überhaupt gar kein Problem. Ja? Wir waren befreundet. Ja? Problem war nur, Dharma Priya war nur 30% des Jahres überhaupt in Hamburg. Dharma Priya ist so ein Wanderer sozusagen, ja, der sein Geld mit Yoga-Seminaren in der ganzen Welt verdient. Ja, also der war die meiste Zeit nicht in Hamburg und die meiste Zeit lebte ich also allein und ich sah schon meine alten Gewohnheiten wieder heraufdämmern. Also Dharma Priya war meistens weg und ich war überwiegend allein. Nach 3,5 Jahren zog Dharma Priya zurück nach Essen.
Seine Freundin hatte Krebs bekommen und nicht mehr lange zu leben. Die spätere Maitri Gita, die 2003 gestorben ist. Und die folgenden 3,5 Jahre lebte ich ganz allein in Hamburg. Glücklicherweise, aber auf der Arbeitsfront sozusagen, glücklicherweise hatte ich einen Job in einem anderen Callcenter gefunden, der ethisch völlig in Ordnung war, ja. Und meine Volkshochschulkurse waren auch irgendwie anspruchsvoller geworden und zeitweise konnte ich mich vor Arbeit kaum retten. Ende 2006 bin ich zurück nach Essen gezogen, zunächst in eine Dreier-Männer-WG in Essen-Krei, Stadtgrenze nach Wattenscheid, die sich aber nach gut einem Jahr auflöste, weil Schradabandu war einer von uns, Treratner-Aktivitäten in seiner Heimatstadt Düsseldorf beginnen wollte und da nach Düsseldorf zog. Ja. Und danach habe ich so 4 Jahre wieder in diesem Vorderhaus gewohnt, das war aber mehr so eine Zweck-WG, würde ich das mal nennen, ja. So mit 2 bis 3 Leuten. Später dann 1 Jahr in einer Dreier-Männerwohngemeinschaft in Essen-Haidhausen mit Dainidi und Pramodia. Manche von euch kennen die beiden vielleicht. Und seit gut 2 Jahren wohne ich wieder allein. Manche würden sagen, der Nirmala, das ist ein unsteter Geselle. Ja? Das mag so sein. Das mag so sein, ich bin sicher nicht der Mensch, der 20 Jahre in der gleichen Wohnung lebt und 40 Jahre in der gleichen Firma arbeitet. Ja. Aber ich könnte ähnliche Geschichten auch von anderen Buddhisten erzählen. Ja. Ein Lebensstil zu finden, der buddhistische Praxis dauerhaft unterstützt, ist in der modernen Welt nicht leicht. Ja. Die Arbeitswelt ist oft ziemlich unethisch und Unternehmenssituationen, die früher jahrzehntelang stabil blieben, verändern sich heutzutage manchmal radikal innerhalb von wenigen Jahren. Aktuelles Beispiel. Ich habe seit heute Morgen keinen Telefonanschluss, weil mein Telefon, ich weiß nicht, wie man das nennt, Provider, hat einfach die SIM-Karten abgeschaltet. Ja, und die alten. Und ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich so eine harmlose SMS gekriegt. Ja, wenn Sie von diesen Sonderangeboten, wenn Sie dieses Sonderangebot in Anspruch nehmen wollen, dann brauchen Sie eine neue SIM-Karte. Die schicken wir Ihnen kostenlos zu. Gucken Sie nur mal, ob Sie noch die richtige Adresse bei uns drin steht. Ich habe das völlig ignoriert, weil mich interessiert dieses Sonderangebot überhaupt gar nicht. Ja, ging auch davon aus, meine Adresse ist in Ordnung. Ja, und mehr habe ich nicht gehört. Und heute funktioniert das Telefon nicht. Dann habe ich ziemlich aufwendig stundenlang im Internet recherchiert, bis ich irgendwann rauskriegte, diese Firma ist von einer anderen Firma aufgekauft worden und die integrieren das jetzt in deren Netz und haben jetzt einfach die alten SIMs abgestellt. Ich habe keine neue gekriegt, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal klappt. Also so ruckzuck geht das irgendwie. Ja, du wirst nicht informiert, kriegst keine Information. Also das finde ich sozusagen Unternehmenssituationen, die sich schnell ändern und von Ethik keine Bohnen. Ja. Nun gut. Ehen, anderes Thema, jetzt nicht. Und Ehen werden so schnell geschieden wie noch nie. Mit Kindern entstehen sogenannte Patchwork-Familien, schreckliches Wort, ja, deren Muster, Patchwork, sich auch schnell, sehr schnell wieder ändern. Ja. Also unsere offene Gesellschaft gibt uns sehr viele Wahlmöglichkeiten, wie wir arbeiten wollen. Vollzeit oder Teilzeit, in der Firma oder im Homeoffice, wie das so neudeutsch heißt, ja, angestellt oder selbstständig oder halbselbstständig oder pro forma selbstständig, ja. Auch Wahlmöglichkeiten, wie wir uns mit Menschen verbinden wollen. Eine Ehe, eine feste Beziehung, eine offene Beziehung, mehrere Beziehungen, Kinder,
oder keine und so weiter und so weiter. Ja. Diese Wahlmöglichkeiten haben früher so nicht bestanden und sind in vieler Hinsicht sicherlich ein Segen, aber in mancher Hinsicht sind sie auch eine Qual. Und nicht nur, weil sie uns vor die Qual der Wahl stellen, sondern vor allem, weil sie unsere individualistischen Neigungen verstärken. Das finde ich ist das Gravierendste daran. Ja? Also wir neigen dazu, uns als unabhängige soziale Einheit zu sehen, mit all diesen tollen Wahlmöglichkeiten oder vermeintlich tollen, ja, statt uns zu erleben und zu sehen, verbunden mit anderen Menschen, für die wir auch eine gewisse Mitverantwortung haben. Ja? Und weiß man immer vorher, welche Wahl spirituell gesehen wohl die richtige Wahl ist? Ja, ich bin da über die Jahre sehr viel bescheidener und auch sehr vorsichtiger geworden. Zu Zeiten des Buddhas, da waren die Lebensmodelle und Lebensstile für Buddhisten überschaubar. Ja. Es gab einmal die sogenannten Mönche, Bhikkhus, das ist das buddhistische Wort, was dann als Mönche übersetzt wird, oder auch später dann auch die Nonnen, Bhikkhunis, einmal die Vollordinierten und die Novizen, und es gab die sogenannten Laienanhänger oder Laienanhängerinnen, die sogenannten Haushälter, wie das in den buddhistischen Schriften oft übersetzt wird, Haushälter, weil sie einen Haushalt führten. Die Mönche und Nonnen waren Wanderasketen und führten kein Haushalt. Ja. Für ihren Lebensunterhalt waren sie auf Nahrungsspenden der Laien angewiesen. Ja. Kleidungsstücke sammelte man so auf den Abfallhaufen zusammen. Schlafplätze fand man unter Bäumen, in Höhlen oder ähnlichen. Ja. Und nur 3 Monate im Jahr blieben sie während der Regenzeit an einem festen Platz. Ansonsten wanderte man. Ja. Manchmal bauten sie für die Regenzeit einfache Laubhütten oder Baumhütten, oder die Laien erlaubten ihnen für diese Regenmonate in einem Unterstand oder Gartenhäuschen zu verweilen. Ja. Materiell waren sie auf das Wohlwollen der buddhistischen Laien bzw. der Gesellschaft allgemein angewiesen. Ja. Und aus diesen Regenzeitunterkünften der buddhistischen Frühzeit, ja, entwickelten sich dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte dauerhafte Viharas, das buddhistische Wort, und dieses Wort können wir vielleicht als Kloster übersetzen, ja, in denen dann später Mönche oder Nonnen dauerhaft lebten. Ja. Andere behielten den Stil der Wanderer bei oder wurden zu Einsiedlern in den Wäldern oder Bergen. Das Leben als Laie oder Haushälter war für die meisten, für ernsthafte Buddhisten damals eigentlich nur eine zweite Wahl. Ja, obwohl, ich denke ohne Zweifel, die Haushälter sicherlich die Mehrheit der Buddhisten oder Buddhistinnen darstellten. Ja. Aber eigentlich nur die zweite Wahl. Ja. Sangwakshita, der Gründer unserer Bewegung, definiert den wahren Mönch, wie er das nennt, als jemanden, der sich dem spirituellen Leben rückhaltlos verpflichtet hat, der sich seiner spirituellen Entwicklung völlig verpflichtet hat, dem edlen Streben, Arya Paryesana, wie es der Buddha nennt. Ja. Und nicht nur zu seinem eigenen Wohl, sondern zum Wohle aller Wesen. Ja. Oder wie Sangwakshita es auch nennt, der benutzt das in einer anderen Sprache auch, der wahre Mönch ist jemand, der seine Energien völlig dem goldenen Licht zur Verfügung stellt. Ja. Zumindest sollte es idealerweise so sein. Ja. Aber man kann sich diesem edlen Streben nicht wirklich rückhaltlos verpflichten, wenn man unfrei ist. Wenn man vielleicht in einem Unternehmen arbeiten muss, dessen Geschäftspraktiken alles andere als ethisch sind.
Oder wenn man in einem Familienzusammenhang lebt, in der massiver Alkoholkonsum selbstverständlich ist und in gewisser Weise von allen erwartet wird, dass man da mitmacht oder ähnliches. Ja. Also der wahre Mönch ist frei von allen weltlichen Verpflichtungen und Bindungen, und insofern, denke ich, war für traditionelle Buddhisten das Leben als Haushälter oder Haushälterin mit all diesen Verpflichtungen, die damit verbunden sind, immer nur eine zweite Wahl. Einfach weil es die spirituelle Übung erschwert, einschränkt oder vielleicht sogar fast unmöglich macht. Ja. In einer Wohnung voll schreiender Kinder kann man nicht meditieren oder höchstens, wenn alle anderen schlafen. Es gibt diese, ich höre das manchmal so von unseren Ortsangehörigen oder Mitras in Indien, die aus ganz, ganz armen Verhältnissen kommen, also in, wo manchmal 20 Leute in einem Raum wohnen, ja, oder zwei Räumen, ja, und die schlafen dann irgendwo, und dann lese ich manchmal irgendwie Frau X oder Mann Y, die meditieren dann, weil alle Plätze auch in dem Raum belegt sind, weil da liegen überall Leute, im Regal. Die setzen sich in irgendwie so ein Regal rein, da haben sie dann Platz und dann meditieren sie dann. Nachts, wenn alle anderen schlafen. Ja. Okay, man kann, wenn man motiviert ist, aber das ist ziemlich schwierig. Ja. Obwohl man hier auch sagen muss, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass auch die Haushälterschüler oder des Buddha oft hohe spirituelle Verwirklichungen erreicht haben. Ja. Strom eingetretene, einmal Wiederkehrer, nicht mehr Wiederkehrer, das sind jetzt so buddhistische Fachbegriffe, ja, für die Stufe des spirituellen Lebens. Ja. Die findet man auch unter den Haushältern. Kann man in den buddhistischen Originaltexten sehen. Allerdings werden in den, meines Erachtens jedenfalls in den historischen Quellen unter den Haushältern, Schülern keine Arahats, keine Vollerleuchteten erwähnt. Die finden wir, jedenfalls nach meinem Eindruck der historischen Texte, ich lasse mich da gerne belehren, ja, die finden wir nur unter den Mönchen und Nonnen, aber auch die anderen Stufen des Pfades, Rom eingetretene und so weiter, einmal und nicht mehr wiederkehren, sind gewaltige, wirklich gewaltige spirituelle Fortschritte, spirituelle Transformation und sicherlich mehr als wert erreicht und gelebt zu werden. Spätere soziologische Analysen zur Geschichte des Buddhismus haben gezeigt, dass es in dieser buddhistischen Gemeinschaft eigentlich nicht nur diese zwei Modelle gab, die Mönche oder Klostermönche und die Haushälter, sondern eigentlich drei Lebensmodelle gab. Drei. Es gab die sogenannten Klostermönche, nachdem sich so feste Klöster oder Vihara herausgebildet hat. Es gab aber auch die sogenannten Waldeinsiedler und drittens, und das ist sicherlich die Masse der Buddhisten, die sogenannten Laienanhänger oder Haushälter. Ja. Und die hatten alle eine wichtige Funktion in der buddhistischen, im buddhistischen Großsangha, wenn man das so nennen will. Ja. Die Klostermönche kümmerten sich darum, die Lehren des Buddha zu bewahren, zunächst durch mündliche Rezitation und auswendig Lernen. Die buddhistischen Schriften sind über ein paar Jahrhunderte immer nur mündlich weitergegeben worden. Später dann durch Abschreiben dieser Texte in Form von Palmenblattmanuskripten. Die hielten auch nicht so lange, die mussten irgendwann auch wieder kopiert werden. Und das hieß Abschreiben, also nicht technischer Kopierer, sondern ziemlich viel Handarbeit. Ja. Diese Mönche unterrichteten sicherlich auch Dorfbewohner, Stadtbewohner, vollzogen Rituale für sie, studierten die Texte, schrieben vielleicht auch Kommentare dazu, entwickelten die Lehren gewisserweise auch weiter. Ja. Die Waldeinsiedler oder Yogis widmeten sich vor allem der Meditation und gewannen aus den Tiefen ihrer Meditation neue Erkenntnisse. Sie lebten, denke ich, eine noch radikalere Entsagung als die Klostermönche. Denen ging es teilweise materiell recht gut, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Die Waldeinsiedler stellten in gewisser Weise
die etablierten Institutionen und Strukturen des Buddhismus immer wieder neu in Frage und waren eine explizite oder implizite Herausforderung für die etablierte buddhistische Kultur. Ja. Man kann sagen, sie überprüften die buddhistischen Lehren und Methoden auf ihre Wirksamkeit. Ja. In gewisser Weise waren sie Querdenker, wie man das so vielleicht neumodisch nennen wollte, oder spirituelle Revolutionäre, die den Buddhismus davor bewahrten, zu verkrusten und sich bequem in der Gesellschaft einzurichten und so eine Art Kirche, buddhistische Kirche zu werden. Ja. Also die warfen immer wieder die Fragen auf und provozierten, das kann man in manchen Texten da auch lesen, ja, führten die Klostermönche denn wirklich ein spirituelles Leben, radikaler, persönlicher Selbstveränderung? Oder hatten sie nur eine bequeme Beamtenstelle im Staat, ja, durch einen Posten im Kloster ersetzt? Oder vielleicht eine ärmliche Existenz als Hungerleider mit den vollen Reistöpfen eines wohlhabenden Klosters vertauscht? Die Haushälter oder Laien hielten die Verbindung zur breiteren Gesellschaft und machten durch ihre materielle Unterstützung den Lebensstil der Gruppe 1 und 2 erst möglich. Ja. Also sie setzten die buddhistischen Lehren in die Alltagswelt um und beeinflussten die breite Gesellschaft mit buddhistischen Ideen und Idealen. Ja. Und aus ihnen rekrutierte sich ja auch der Nachwuchs für die Waldeinsiedler und Klostermönche oder Nonnen. Ja. Es gibt einen buddhistischen Wissenschaftler mit Namen Reginald Ray. Er ist ein leitendes Mitglied der Shambhala-Bewegung, die ist von Chögyam Trungpa gegründet worden. Und Ray ist ein Amerikaner, argumentiert, dass alle diese drei Lebensmodelle, alle drei, für die buddhistische Bewegung und ihr spirituelles Überleben notwendig waren. Die hingen auch alle voneinander ab, ergänzen und befruchteten sich. Ja. Die Laien hingen zwar nicht materiell, aber spirituell, denke ich, von den Mönchen oder Waldeinsiedlern ab, weil die Letzteren bewahrten die buddhistischen Lehren, gaben sie weiter und entwickelten sie weiter. Und ohne die spirituellen Anstöße von diesen Waldeinsiedlern oder Klostermönchen, denke ich, würden die Laien auf das Niveau der umgebenden Gesellschaft aller Wahrscheinlichkeit nach zurückfallen und von ihrem spirituellen Bemühen würde nach einiger Zeit nicht mehr viel übrig bleiben, vermute ich mal. Ja. Das so ein bisschen zur Geschichte, zum buddhistischen Hintergrund. Aber wie sieht's nun im Westen aus? Ja. Als Sangharakshita, also unser Ordensgründer, 1968 in London unseren Orden gründete, das ist jetzt 47 Jahre her, damals noch als westlichen buddhistischen Orden, beziehungsweise Freunde des westlichen buddhistischen Ordens, da setzten die Menschen, die sich damals für Buddhismus interessierten, zunächst überwiegend aus der etablierten Mittelschicht zusammen. Ja? Das waren so eher gesetzte Menschen mit gutem Job und Familie. Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Richter und so weiter und so weiter. Ja? Und die buddhistischen Gruppen waren damals eher Clubs, ja? Jedenfalls in englischen Tradition Clubs, Mittelalterherren und Damen. Ja. Anfang der 70er Jahre, also gar nicht so viel später, ein paar Jahre nur später, änderte sich das radikal. Es kamen jüngere, unkonventionelle Menschen, teilweise ehemalige Hippies oder Anhänger der Beatmusikszene, Menschen aus der Drogenszene von Haschisch, Marihuana und LSD, so Love and Peace, ja, diese Zeit. Menschen auch aus der politischen Alternativbewegung und Alternativkultur im weitesten Sinn. Ja. Und aus diesem jungdynamischen Mix wurde eine relativ erfolgreiche buddhistische Bewegung, in der ein völlig anderer Lebensstil
als in der etablierten Mittelschicht vorherrschte. Ja. Es bildeten sich spirituelle Wohngemeinschaften, anfangs noch geschlechtsgemischt, aber zunehmend eingeschlechtlich, einfach aus der Erfahrung heraus, dass diese eingeschlechtlichen Wohngemeinschaften besser funktionierten, sich als spannungsfreier und stabiler erwiesen. Ja. Oft arbeiteten ihre Bewohner oder Bewohnerinnen auch in einem der neu gegründeten buddhistischen Unternehmen, ja, in denen kein Gehalt gezahlt wurde, sondern die Unternehmensmitarbeiter bekamen das, was sie zu ihrem Lebensunterhalt benötigten. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ja. Und die Idee der Wohngemeinschaften war, eine intensive Praxissituation zu schaffen, quasi ein Kloster in der Stadt, wenn man so will, und mitten in einer kapitalistischen Geschäftswelt. Ja. In den Wohngemeinschaften lebten Ordensangehörige, Mitras und Freunde der Bewegung zusammen, nicht notwendigerweise zölibatär, aber die sexuelle Beziehung war außerhalb der Wohngemeinschaft, ja, aber doch so intensiv miteinander, dass man, ich glaube mit Recht, von einer halbklösterlichen Situation sprechen konnte. Zu dieser Zeit, die Bewegung war noch recht klein, ja, waren auch fast alle Ordensangehörigen in den jeweiligen buddhistischen Zentren sehr aktiv und mit der Verbreitung des Dharma beschäftigt. Ja, arbeiteten also auch in dieser Hinsicht quasi wie traditionelle Klostermönche in modernen Zeiten, wenn man so will. Familienmenschen waren damals absolut in der Minderheit. Ich rede jetzt so von den 70er bis 90er Jahren bei Triratna oder damals noch FEWO, und die fühlten sich oft auch etwas ausgegrenzt. Ich habe da häufiger so Beschwerden gehört. Ja. Das hat sich bei Triratna inzwischen total geändert. Ob das so gut ist, ist eine andere Sache. Aber es hat sich total geändert und ich vermute, bei anderen buddhistischen Bewegungen ist es ähnlich. Ja. Und wenn ich hier so in Essen um mich herum gucke, da leben heute in Essen, ich habe mal so Pi mal Daumen überschlagen, mehr als 2/3 der Ordensangehörigen mit ihren Partnern oder Partnerinnen zusammen und fast alle davon sind verheiratet. Das wäre Anfang der 90er Jahre, also vor gut 20 Jahren, als ich zum ersten Mal ins buddhistische Zentrum kam, völlig undenkbar gewesen. Es gab damals 8 Ordensangehörige hier in Essen, von denen lebte damals keiner allein. Alle lebten in kleineren oder größeren Wohngemeinschaften. Niemand lebte mit Partner oder Partnerin zusammen. Verheiratet war kein einziger. Und bei den Mitras und festen Freunden war die Situation ein bisschen anders, aber ähnlich, würde ich sagen. Ja. Gut 20 Jahre später haben wir fast die genau gegenteilige Situation. Ja. Was die Gründe dafür sein mögen, lasse ich mal offen. Was natürlich sofort auffällt, wir sind über 20 Jahre älter geworden, ja, und haben dadurch vielleicht auch andere Lebensbedürfnisse. Ja, und auch in der Gesamtgesellschaft herrscht ein anderer Trend als die Nachwehen von Studentenrevolte, Alternativbewegung, sexueller Revolution und quasi Kulturrevolution. Ja. Was man daraus vielleicht auch lernen kann, ist auch wieder sehr im Einklang mit der Lehre des Buddha. Buddha lehrt, Bedingtes entsteht. Alles entsteht aus Bedingungen. Wenn Bedingungen sich ändern, ändern sich auch die Ergebnisse dieser Bedingungen. Ja? Also Lebensstile von Buddhisten sind offensichtlich, aus jedenfalls meine Schlussfolgerung, recht abhängig, kann man bedauern, aber scheint so zu sein, auch recht abhängig
von der Kultur der Gesamtgesellschaft oder vom Zeitgeist, wenn man das so nennen will, und sicherlich auch vom Lebensalter. Persönlich, aber das ist jetzt Nirmala, das ist nicht unbedingt Triratner Botschaft, persönlich glaube ich, dass moderne westliche Buddhisten zumindest teilweise auch zu den traditionell buddhistischen Lebensstilen und Strukturen zurückkehren müssen, wie es sie in Asien gab und gibt. Jedenfalls dann, wenn sie dauerhafte Einrichtungen schaffen wollen. Das buddhistische Zentrum hier ist eine solche Einrichtung. Es ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der uns wahrscheinlich alle überleben wird, wäre meine These. Ja? Der Verein hat zwar aus seinem Vereinsstatus heraus keine eigenen Einnahmen oder nur sehr geringfügige, ist auf Spenden angewiesen, aber der Verein besitzt doch dieses Grundstück, in dem dieses Haus hier steht und das Vorderhaus, und es sind nicht mehr so viele Hypotheken da drauf, jedenfalls meiner Kenntnisstand danach. Ich bin nicht im Vorstand, aber meine ich jedenfalls. Ja. Und der Verein besitzt auch das Retreathaus im Sauerland. Ja. Und wir wissen aus der Geschichte, wenn man sich die Geschichte anguckt, dass Institutionen langlebiger sind als Menschen. Man sieht das zum Beispiel an der katholischen Kirche. Die existiert nun schon fast 2000 Jahre lang. Ja. Nun will ich sicherlich keinen buddhistischen Vatikanstaat gründen, ja, und will auch keinen buddhistischen Papst ausrufen, aber vielleicht sollten auch Buddhisten im Westen feste Klöster gründen, die von Dauer sind, ja, die eine eigene Rechtsform haben und materiell unabhängig sind. Natürlich ist es keine Garantie, dass es diese Viharas, buddhistische Wort, dann auch noch in 100 Jahren gibt, aber dauerhafter und langlebiger als eine Wohngemeinschaft, denke ich, wären sie sicherlich. Es gibt nur wenige buddhistische Bewegungen, die solche Klosterprojekte bisher im Westen angepackt haben. Ja. Es gibt ein paar, aber das sind vor allem Einrichtungen von Theravada-Institutionen, ja. Das liegt in gewisser Weise auch nahe, weil im Theravada, das ist der Buddhismus, den wir so aus Südasien kennen, Sri Lanka und Thailand und so, da ist der Mönch immer noch der einzig wirklich ernsthafte Buddhist. So wird das im Theravada gesehen und ist überhaupt nicht meine Meinung, ist auch nicht Triratner Meinung, aber ja, für die Theravada-Leute, der Mönch ist immer noch auf einem total hohen Sockel. Da dreht sich alles drumherum und also gründet man natürlich dann auch Klöster, wo die Mönche dann so schön mönchisch auch leben können. Also im Wesentlichen Theravada-Einrichtungen. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass Gampo Abbey, das ist ein buddhistisches Kloster in Kanada, und jetzt kein Theravada-Klöster, sondern Teil der von Chögyam Trungpa gegründeten Shambhala-Bewegung, dass dieses Kloster nach dem Tod von Trungpa, der ist schon ziemlich früh gestorben, ja, hat sich zu Tode gesoffen, muss man wohl so sagen, ja, war trotzdem begnadeter buddhistischer Lehrer. Ja. Also Menschen sind manchmal sehr viel voller Facetten. Ja. Er war ein Trinker, aber begnadeter buddhistischer Lehrer. Ja. Also als Trungpa starb, ging es bei Shambhala drunter und drüber. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der spirituell gesundeste Ort in der gesamten Shambhala-Bewegung, jedenfalls damals oder für ein paar Jahre lang, dieses Kloster gewesen ist, wo Pema Chödrön, ihr kennt vielleicht diesen Namen, sie war quasi die leitende Person, formal war ein Mann ein Abt, aber sie war eigentlich die leitende Person. Ja. Also das Kloster scheint irgendwie diese ganzen Wehen durcheinander irgendwie halbwegs gut überlebt zu haben. Ja. Trungpa selber war nun wirklich alles andere als ein Mönch, wenn man ein bisschen über Trungpa weiß, also Gegenteil eines Mönchs, konnte man sagen. Ja. Aber er hat offensichtlich gesehen, wie stabilisierend ein Kloster in seiner wilden Bewegung war. Ja. Und bei Triratna gibt es bisher, ich sage leider, keinerlei
Projekte dieser Art. Es hat zwar in Australien und zwei Neuseeland zwei solche Klosterprojekte von Frauen gegeben. Und meines Wissens, eines existiert noch, ich weiß nicht, ob in Neuseeland oder in Australien, aber das waren mehr so private Initiativen, hatten eigentlich keine feste institutionelle Grundlage. Sangwakshita, unser Ordensgründer, steht solchen Klosterprojekten sehr positiv gegenüber, aber bisher haben sich in unserer Bewegung, leider sage ich, noch nicht die Menschen gefunden, die ein solches Projekt umsetzen wollen. Vielleicht wundert es Sie, vielleicht wundert ihr euch, dass ich das Familienmodell als Lebensstil bisher fast völlig unerwähnt gelassen habe, obwohl doch die Mehrheit meiner Ordensbrüder und Ordensschwestern in solchen Situationen lebt. Falls ihr das vermisst, muss ich mich entschuldigen. Aber ich bin in dieser Hinsicht völlig traditionell. Ja? Wie die frühen Buddhisten zur Zeit des Buddha halte ich diesen Lebensstil nur für die zweite Wahl. Okay, wenn du schon eine Familie hast, bevor du dem Buddha-Dharma begegnest, dann musst du damit leben. Ja, du bist eine Verpflichtung eingegangen, ja, hast Verantwortung gegenüber deinen Kindern und auch gegenüber deiner Frau oder deinem Mann. Ja. Das kann man nicht so einfach auflösen, ohne sich unethisch zu verhalten. Ja. Also ist die Familie damit dann auch dein spirituelles Arbeitsfeld. Muss es auch sein, weil du verbringst da ja viel Zeit. Ja. Aber wenn du solche familiären Verpflichtungen noch nicht eingegangen bist, dann, das ist jedenfalls meine Meinung, lasse die Finger davon. Ja. Halte dich frei von weltlichen Verpflichtungen, die du nicht eingehen musst, und konzentriere dich auf den Pfad zur Befreiung, den der Buddha gelehrt hat. Ich möchte zum Schluss zwei Lesungen machen, wo so zwei Typen vorgestellt werden für zwei Arten von Buddhisten. Das eine ist die Beschreibung eines typischen Klostermönchs und seines Lebensstils. Und die Beschreibung des Mönches stammt aus diesem Buch, was vielleicht manche von euch kennen, war in den 90er Jahren sehr bekannt, heutzutage nicht mehr so, von Lama Govinda, ja, Der Weg der Weißen Wolken. Und Govinda beschreibt in dem Buch seine Reise durch Tibet in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und er beschreibt da einen Mönch, Kachen La. Ich habe das alles so gekürzt, aber so, ich glaube, ein paar an den Auszügen wird schon so deutlich, wie der Mann lebt. Und das Zweite, da werde ich mal so mehrere Gedichte vorlesen von Meister Ryokan, ja, meinem buddhistischen Lieblingsdichter. Das ist ein japanischer Zen-Mönch des 19. Jahrhunderts. Ryokan lebte 3 Jahrzehnte seines Lebens nicht in einem Kloster, sondern als Einsiedler in den Bergen und hat mehrmals Angebote abgelehnt, Abt in einem Kloster zu werden. Er zog das einfache und karge Leben eines Bettelmönches vor. Seine Lebenseinstellung wird aus den Gedichten deutlich, ich werde auch ein paar vorlesen, die in Japan noch berühmt sind. Also Ryokan ist in Japan eine sehr berühmte Persönlichkeit, es gibt auch mehrere Museen über ihn, wo er gelebt hat, wo er geboren ist und, und. Also über die buddhistische Zen-Szene hinaus. Okay, zunächst Kachen La aus dem Buch von Govinda. Also Govinda reist durch Tibet und verbringt eine Zeit lang in einem Kloster. Und dann setzt er die Lesung ein. Er schläft. Manchmal weckte mich mitten in der Nacht ein seltsam schlürfendes Geräusch, das von schweren Atemzügen begleitet schien. Ich richtete mich auf und rieb mir die Augen.
Und dann sah ich die langsam sich bewegende Gestalt eines alten Mannes im freien Raum vor dem Altar. Er hob die mit den Handflächen aneinander gelegten Hände über den Kopf, ließ sich dann auf Knie und Hände nieder und warf sich schließlich der Länge nach auf den Boden mit nach vorn gestreckten Armen. Daraufhin stand er auf und wiederholte die gleiche Übung wieder und wieder, bis er vor Anstrengung keuchte. Nachdem er sich in dieser Weise unzählige Male vor der Statue Maitreyas niedergeworfen hatte, Maitreya ist der zukünftige Buddha, da gibt es offensichtlich eine Statue davon, bewegte er sich lautlos den Wänden des Tempels entlang, verneigte sich vor jedem Kultbild. Ja, ich erkannte ihn als den alten ehrwürdigen Mönch, der in dem kleinen Raum zur Seite des Tempeleingangs hauste. Er war der älteste Mönch des Klosters und stammte aus Shigatse, dem Sitz des Panchen Lama, dem er in jüngeren Jahren als persönlicher Begleiter gedient hatte. Er erhielt dafür noch jetzt eine kleine Rente, die er, wie ich später herausfand, größtenteils zur Verbesserung und Ausschmückung des Tempels verwandte, während er selbst, wie der ärmste und unscheinbarste Mönch, am Tempeltor lebte und über keinen anderen Besitz verfügte als den kleinen Wollteppich, auf dem er saß, und den Kleidern, die er trug. Er war vielleicht nicht so sehr vom Alter gebeugt, als dadurch, dass er Jahr aus, Jahr ein im Meditationssitz auf seiner Matte saß. Sein ganzes Leben war wirklich ein einziger Akt religiöser Hingabe. Dies hinderte jedoch den alten Kachenla nicht daran, gelegentlich mit den Kindern zu spielen, die sich im Klosterhof und manchmal auch im Tempel umhertrieben, um ihn zu necken. Er ging gutmütig auf den Scherz ein und tat so, als wolle er sie aus dem Tempel vertreiben, indem er sie zwischen Sitzen und Teetischchen verfolgte. Aber seine freundlichen kleinen Augen zwinkerten verschmitzt, so dass seine drohendsten Gesten unwirksam wurden und selbst die kleinsten Lausbuben, die hinterrücks an seinen fliegenden Gewändern zogen, vor Freude kreischten, wenn der alte Mann sie zu erhaschen suchte. Trotz seines Alters sah ich Kachenla nie untätig, sei es, dass er auf zwei quadratischen Filzstücken im Tempel hin und her glitt, um den Boden spiegelblank zu polieren, sei es, dass er hunderte von Butterlampen und Wasserschalen oder sonstige Altargefäße putzte oder zum Gebrauch herrichtete, sei es, dass er in den heiligen Schriften las oder Gebete zum Wohl aller Wesen rezitierte oder die täglichen Rituale zu ihrem Schutz und Segen ausführte. Stets war er im Dienste des Tempels oder in der Ausübung seiner geistigen Pflichten beschäftigt. Bei besonderen Gelegenheiten formte er kleine Tonfiguren und Reliefplaketten von großer Schönheit, in denen die am meisten verehrten Buddhas und Bodhisattvas und Beschützer der Lehre und ihre Anhänger dargestellt waren. Es war faszinierend zu beobachten, wie, angefangen vom Mischen und Kneten der Tonerde, dem Pressen in metallene Hohlformen
und dem Nachmodellieren der feinen Details bis zum Trocknen und Backen in der gleichmäßigen Hitze eines kleinen, primitiven Holzkohlenöfchens und der darauffolgenden Bemalung oder Vergoldung, jede Arbeitsphase von Mantras und Gebeten begleitet war, in denen der Segen der erleuchteten und aller fördernden Kräfte des Universums aufgerufen wurde, die in Erde und Luft, Feuer und Wasser, kurz in allen Elementen, die unser Leben und die Vollendung unserer Werke möglich machen, gegenwärtig sind. So wurde selbst eine handwerkliche Betätigung zu einem Ritual von tiefer Bedeutung und einem Akt der Hingabe und Meditation. Ich überschlage immer ziemlich viel. Bevor Kachen La seinen Morgentee genoss, nahm er gewöhnlich eine Prise schwarzer Samenkörner, legte sie auf seine Handfläche in der Form eines Skorpions und während er das Mantra zur Abwehr allen Übels sprach, übergab er sie dem Feuer. Zu anderen Zeiten streute er Weihrauch in das Holzkohlenfeuer und beschrieb mit eigenartig schönen Gesten seiner Hände, Buddhisten nennen das Mudras, eine Anzahl symbolischer Opfergaben für die Erleuchteten, deren Verehrungsformeln er dabei rezitierte. Dennoch hatten die Bewegungen nichts Theatralisches an sich, sondern erschienen als ein ebenso natürlicher Ausdruck des inneren Menschen wie der Rhythmus des Atems oder das Schlagen des Herzens. Kachen La bewegte sich in der geistigen Gegenwart erleuchteter Menschen und in der Gesellschaft zahlloser Götter und Dämonen ebenso frei und ungezwungen wie zwischen Menschen und Tieren, indem er jedem von ihnen die schuldige Achtung und Aufmerksamkeit zollte. Ja, da waren jetzt sicherlich auch eine Menge Verweise an den tibetischen Buddhismus drin, es wimmelt von Göttern und Dämonen, okay. Das finden wir bei Ryokan, diesem Zen-Mönchen, natürlich nicht oder fast nicht. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Gedichte vor. Als ich jung war und ein lebenslustiger Bursche, habe ich mich in der Stadt herumgetrieben. Stolz trug ich eine Jacke aus weißer Daune, ist noch vor seinen buddhistischen Zeiten, ja, und ritt ein prächtiges kastanienbraunes Pferd. Tagsüber galoppierte ich durch die Stadt und abends betrank ich mich unter Pflaumenblüten am Fluss. Nie habe ich ans Heimkehren gedacht und endete dann gewöhnlich im Freudenhaus mit einem großen Lächeln im Gesicht. Ich denke zurück, erinnere mich meiner Tage in Ensuji und des einsamen Kampfes, den Weg zu finden. Beim Feuerholztragen dachte ich an den Laien Ho und beim Reispolieren kam mir der sechste Patriarch in den Sinn. Stets war ich der Erste in der Reihe des Meisters Belehrung zu empfangen und nie versäumte ich eine Stunde der Meditation. 30 Jahre sind verflossen, seit ich die grünen Hügel und das blaue Meer jenes lieblichen Platzes verlassen habe.
Was ist aus all meinen Mitschülern geworden? Und wie könnte ich die Güte meines geliebten Lehrers vergessen? Unaufhörlich fließen die Tränen und vermischen sich mit dem wirbelnden Gebirgsbach. Ich kehre zurück in mein Heimatdorf nach vielen Jahren der Abwesenheit. Krank steige ich in eine Herberge ab, lausche dem Regen. Eine Robe, eine Bettelschale, das ist alles, was ich habe. Ich zünde ein Räucherstäbchen an, bemühe mich, in Meditation zu sitzen. Vor dem dunklen Fenster, die ganze Nacht hindurch, ein steter Nieselregen. Drinnen wehmütige Erinnerung an diese langen Jahre der Pilgerschaft. Für meinen Lehrer. Ein altes Grab, versteckt am Fuß eines verlassenen Hügels, überwuchert von dichtem Unkraut, das Jahr um Jahr ungehindert wächst. Es ist niemand mehr da, um das Grab zu pflegen, und nur gelegentlich kommt ein Holzfäller vorbei. Einst war ich sein Schüler, ein Junge mit zottelig langem Haar. Ich habe so viel von ihm gelernt, drunten am schmalen Fluss. Eines Morgens brach ich auf zu meiner einsamen Reise, und die Jahre vergingen zwischen uns in Schweigen. Nun bin ich zurückgekehrt und finde ihn hier ruhen. Wie kann ich ihn ehren, seinen dahingegangenen Geist? Ich gieße einen Schöpflöffel reinen Wassers über seinen Grabstein und bringe ein stilles Gebet dar. Plötzlich verschwindet die Sonne hinter dem Hügel. Und ich bin eingehüllt vom Tosen des Windes in den Kiefern. Ich versuche, mich fortzuziehen, aber ich kann es nicht. Eine Flut von Tränen nässt meine Ärmel. In der Jugend habe ich meine Studien zur Seite getan und danach gestrebt, ein Heiliger zu werden. Voll Entsagung habe ich als Bettelmönch gelebt. Viele Jahre lang bin ich mit dem Frühling hierhin gewandert und dorthin. Endlich bin ich heimgekehrt und habe mich unter einer zerklüfteten Bergspitze niedergelassen. Friedvoll lebe ich in einer Grashütte, lausche der Musik der Vögel. Die Wolken sind meine liebsten Nachbarn. Unterhalb liegt eine reine Quelle, an der ich Körper und Geist erfrische. Oberhalb ragen Kiefern und Eichen empor, geben Schatten und Feuerholz. Frei, so frei, Tag um Tag, nie möchte ich hier weggehen. Wenn jemand nach meinem Wohnsitz fragt, antworte ich, am östlichen Rand der Milchstraße. Gleich einer ziehenden Wolke, durch nichts gebunden, ich lasse einfach los, gebe mich in die Launen
des Windes. Zerrissen und zerlumpt. Zerrissen und zerlumpt. Zerrissen und zerlumpt ist dieses Leben. Nahrung? Ich erbettle sie am Straßenrand. Die Sträucher und Büsche haben lange schon meine Hütte überwuchert. Oft sitzen der Mond und ich die ganze Nacht beisammen. Und inmitten der Waldblumen habe ich mich mehr als einmal verloren und vergessen heimzukehren. Es ist kein Wunder, dass ich schließlich das Gemeinschaftsleben verließ. Wie könnte ein so verrückter Mönch in einem Kloster leben? Zwei Gedichte für meinen Freund Bosei. Ja, ich bin wirklich ein Dummkopf. Lebe inmitten von Bäumen und Pflanzen. Bitte frage mich nicht nach Illusion und Erleuchtung. Dieser alte Mann lächelt einfach gerne sich selber zu. Ich warte mit nackten Füßen durch die Flüsse und bei schönem Frühlingswetter trage ich einen Rucksack mit mir herum. Das ist mein Leben. Und die Welt schuldet mir nichts. Die grelle Schönheit dieser Welt zieht mich nicht an. Meine engsten Freunde sind Berge und Flüsse. Wenn ich herumwandere, verschlucken Wolken meinen Schatten. Wenn ich auf einem Felsen sitze, steigen über mir die Vögel empor. In meinen beschneiten Strohsandalen besuche ich kalte Dörfer. Geh in das Leben hinein, so tief du kannst, dann wirst du fähig, selbst die Blüten sein zu lassen. Ein einziger Pfad zwischen 10.000 Bäumen, ein nebelverhülltes Tal zwischen 10.000 Gipfeln. Noch nicht Herbst, doch die Blätter fallen schon. Nicht viel Regen, doch die Felsen dunkeln noch. Mit meinem Korb suche ich nach Pilzen. Mit meinem Eimer schöpfe ich reines Quellwasser. Solange du dich nicht frei gemacht hast von jeglicher Absicht, solange wirst du niemals dorthin gelangen. Ich steige hinauf zur Halle des großen Mitgefühls. Und schaue auf die Wolken und den Dunst. Uralte Bäume recken sich zum Himmel. Ein frischer Windhauch flüstert von 10.000 Generationen. Vor mir die Drachenkönigquelle. So rein, dass du direkt in ihren Ursprung schauen kannst. Ich rufe den Vorübergehenden zu, komm und sieh dich selbst im Spiegel des Wassers. Nun das letzte Gedicht. In der Stille am offenen Fenster sitze ich in formeller Meditation, trage mein Mönchsobergewand, Nabel und Nase in einer Linie, Ohren parallel zu den Schultern. Mondlicht durchflutet den Raum. Der Regen
hat aufgehört. Aber vom Dachvorsprung tropft es und tropft. Vollkommen dieser Augenblick. In der unermesslichen Leere vertieft sich mein Verstehen. Des Nachts tief in den Bergen sitze ich in Meditation. Die Angelegenheiten der Menschen gelangen nie hierhin. Alles ist still und leer. Der Duft der Räucherstäbchen verschluckt von der endlosen Nacht. Meine Robe ganz durchfeuchtet von Tau. Ich kann nicht schlafen, gehe hinaus in den Wald. Plötzlich, über der höchsten Bergspitze, erscheint der volle Mond. Ja, soweit von mir. Vielen Dank für eure Geduld und euer Zuhören.